Verdammt, Bruce, dein Arm wird eben nicht wieder. Scheiß Dreck. Ich muss was für seinen Arm finden. Das ist gut. Das ist gut. Was zum Teufel? Usa, bist du wach? Was gibt's? Ich hab da gerade jemanden ums Versteck schleichen sehen. Was zum Henker? Was hat er vor? Keine Ahnung. Ich werde ihm folgen. Mal sehen, ob da noch mehr sind. Wie gesagt, scheiß auf Copeland. Ich mach das nicht für ihn. Dicken Ende.
was gefunden? Ich hatte recht. Die Drifter von letztens, die zwei auf dem Bike, die haben ein Versteck, die Straße hoch. Ja? Oh Mann. Ein ganz schön dickes Ding. Eine Art Wachturm mit Zaun und allem. Genau richtig für uns. Klingt eigentlich ganz gut. Ich würde sagen, wenn es dunkel wird, legen wir die Scheißkerle um und machen es uns gemütlich. Naja, die werden Waffen haben. Der eine von beiden sah ziemlich lediert aus. Wir packen das. Ja, scheiß auf euch. Wie läuft's denn? Besser als nichts. Das brauchst du nicht mehr. Fertig.
Irgendwann muss... Das war der Letzte. Die müssen uns gefolgt sein. Arschlöcher. Verpisst euch vom O'Leary Mountain. Use, ich habe ihr Camp gefunden. Nur ein paar Drifter, die bei uns einziehen wollten. Wie gesagt, es wird Zeit, darüber nachzudenken, nach Norden abzuhauen. Kümmern wir uns erstmal um deinen Arm und dann um die Reisepläne. Ich gehe jetzt zu meinem Bike, dicken Ende. Ah, verdammte Freaker.
verdammter Regen. Mal sind's die Freaks und dann dieser verdammte Regen. Wieso regnet es andauernd? Wo zum Teufel bin ich? Ich müsste bald da sein. Ich muss zu meinem Bike. Ich bin fast da.
Oh, Scheiße. Lauf. Lauf. Kann nicht mehr weit sein. Oh, komm schon, Baby, wo zum Teufel steckst du? Hier war's. Genau hier haben wir's abgestellt. Mein Bike ist weg. Fuck! Verdammt, Copeland! Hey, du bist aus Copelands Camp! Zum Teufel ist mein Bike! Hey, stopp! Halt, verdammt! Ich hab dein Bike nicht, Mann. Ehrlich! Ich bring dich nicht um! Halt an! Verdammte Scheiße! Du musst Copeland fragen. Ich weiß nicht. Hey! Ich will nur mein Bike! Ich hab nichts gemacht! Oh Gott, verdammt, okay. Jetzt werde ich dich umbringen. Usa, bist du da? Ja, Dick. Hast du dein Bike? Nein. Copelands Männer waren vor mir da. Ich gehe zu seinem Camp. Dicken Ende. Oder? Irgend so ein Wichser hat mein Bike geklaut. Davon weiß ich nicht. Da musst du mit Benny reden. Okay. Ja, zu dem will ich gerade. Hey, Manny. Hey, hab dich hier lange nicht gesehen. Oder war zu beschäftigt. Voll drin. Irgendwo muss das Futter herkommen. Ja, das Camperleben. Ja, Camperleben. Da gibt es ein Buch. Zen und die Kunst der Reparatur. Kennst du? Nein, ich hatte früher nicht so viel Zeit zum Lesen, weißt du. Ja, ich hatte eine Werkstatt in Farewell. Ich habe es allen zum Lesen gegeben. Der Beruf des Mechanikers erfordert innere Ruhe. Arbeiten Sie mit leerem Magen. Für die Konzentration. Manny, ich suche ein Bike.
Ach ja? Oh, wow, wow, wow. So, das hier lieber nicht. Warum nicht? Ja, das kommt frisch vom Laster. Ich meine, irgendein Penner hat es im Regen stehen lassen. Total verrostet. Und es wurde hart rangenommen. Der Vollidiot wusste nichts über Bikes. Ist das so? Ja, so ist es. Zum Teufel mit dem Ding. Ich meine, wir haben es gerade zerlegt. Er hatte nicht mal eine Benzinpumpe. Die hätten wir gebraucht. Oh Mann, eine Benzinpumpe. So eine? Okay. So eine, Manny. Okay, okay. Als ich Idiot gesagt habe, meinte ich, diese Idioten, die das Bike herbrachten, die haben das Teil nicht richtig fixiert und es da hinten, ja, rumklappern lassen und... Dick, lass uns reden. Sieht aus, als hättet ihr Ärger gehabt. Ein Angriff gestern Abend. Wieder Ripper. Das war schon das zweite. Manche sagen, die suchen dich und Boozer. Da draußen wird immer viel Bullshit erzählt. Die Leute hier kommen zurecht. Mehrere Tage ohne Essen? Naja, du weißt, wie es ist. Reicht euch der See nicht? Wir angeln genug Forellen. Es ist ein Schmelzwassersee. Wer niemand Fische einsetzt, ist er irgendwann leer gefischt. Wie alles andere auch. Als Kind war ich hier immer mit meinem Vater auf der Jagd. Wir bauten Hochstände, legten Salzlecksteine darunter aus und schossen das Wild. In manchen Wintern hatten wir mehr Fleisch, als wir essen konnten. Ich glaube nicht, dass das legal war, das Ködern mit Salz damals. Für Dad gab's nur ein Gesetz, die Verfassung der Vereinigten Staaten. Wenn er uns jetzt sehen könnte. Amerika, das Land der Freiheit. So ist es. Ich habe Leon getroffen. Ja? Hat mir was vorbeigebracht. Ist das so? Den Leuten hier geht's beschissen, Deek. Oh, Leon. Tuck sagt, er sei abgehauen. Der ist weg. Hör zu. Finde sein Versteck und bring alles zu mir. Zu mir, Deek. Und danach, tja, dann tun wir was für dich. Das Bike, das deine Männer gestohlen und zerlegt haben. Altmetall, Deek. Altmetall. Alles klar. Ich versuch's mir zu merken. Schicke Mütze. Was? Nein, die hier. Fass mich bloß nicht. Ganz langsam. Leon hatte so eine Mütze. Korb, ich schwöre. Stopp. Du willst hier Geschäfte machen? Dann musst du für mich arbeiten. Korb. Ach, scheiße. Okay. Jetzt bin ich eh schon hier. Was hast du? Also, geht doch. Eine Gruppe Drifter plündert meine Vorratslieferung. Jetzt sind sie im Funkturm westlich vom O'Leary Mountain. Ist das nicht deine Gegend? Nein, ist sie nicht, aber ich kümmere mich drum. Das dachte ich mir. Hi. Ja, toll. Ein einzelnes Ohr. Klasse. Ja, du tötest sie. Ich übernehme das Zählen. Yep. Hör zu. Du kannst was kaufen, aber das war's. Hey, wie du meinst. Was brauchst du?
Kaufst du heute nichts? Okay. Dick! Warte, du sollst wissen, dass es mir leid tut. Ich wusste es nicht, ich schwör's. Weißt du überhaupt, wie viel Arbeit ich in dieses Bike gesteckt habe? Das war ein Drifter-Bike, Manny. Ich weiß. Ich werd's wieder gut machen, ich schwör's. Ich hab ein neues gebaut. Die Drecksmühle nennst du ein Bike? Ich weiß, es ist nicht. Ich werde mich nach Teilen umsehen. Ich mach dir was klar, ich schwör's. Okay, und was ist mit meinem Spezialtank, Manny? Weißt du, der mir meine verstorbene Frau geschenkt hat? Findest du den auch? Mann, Dick, tut mir leid. Geh mir einfach aus dem Weg. Was auch immer, Männer. Später mehr rein. Rosa, bist du da? Ja, Dick. Wie geht's dir? Was macht der Arm? Wie gesagt, wird schon. Okay, ich will trotzdem noch zum Nero-Kontrollpunkt. Sterile Verbände holen, eine Salbe oder so. Ja, klar. Mach nur. Ich geh dann raus und sichere den Berg. Bruza, nein, du hast Verbrennung in dritten Grades. Du ruhst dich aus, okay? Ich komme so schnell ich kann. Ich könnte was gegen die Schmerzen gebrauchen. Ja, klar. Ich werde sehen, was ich finde. Ich find schon was. St. John. Hier spricht Cope. Wenn du am Turm bist, meine Frequenz wurde abgeschaltet. Bring's in Ordnung, ich zahle dafür. Also diese Männer, kennst du die? Dir den Saft abzudrehen, klingt ziemlich persönlich. Verdammt, ja, es ist persönlich. Sie gehörten zum Camp, aber die Regeln passten ihnen wohl nicht. Nicht stehlen, nicht morden. Oder es ging ihnen wie mir und sie hatten einfach genug von deinem paranoiden Schwachsinn. St. John Ende. Das ist der Nero-Kontrollpunkt. Ich brauche was für Busas Arm. Oh.
Generator. Hier muss irgendwo einer sein. Nein, hier nicht. Bingo, da ist er. Na los, du Scheißding, spreng schon an. Ich brauche Benzin. Benzin. Gutes Timing. Das war's. Ja.
Sterile Verbände. Wo bewahren Sie die bloß auf? Ja, sterile Verbände. Genau das, was ich brauche. Jetzt muss ich das nur noch zurück zu Busa bringen. Oh, hallo. Was ist das? Nero-Kram. Hm. Sieht aus wie ein Injektor oder so. Hm. Warum eigentlich nicht? Vitamine. Ja, ich werde eine Weile meine Augen schließen. Sollen. Willkommen in meiner Welt, dämlicher Schwachkopf. Busa, bist du da? Busa, gottverdammt, antworte mir! Er meldet sich nicht. Wo steckt er nur?
Hey, Boozer. Ich hab da so ein Zeug für deinen Arm gefunden. Boozer? Oh, shit. Boozer! Hey! Oh, shit! Scheiße, Dick! Fast hätte ich dich umgeballert. Lass mich mal den Arm ansehen, ja? Nein, oh nein! Lass mich mal den Arm ansehen! Alles gut! Gut! Hey, Dick! Danke, Mann. Das wird schon, okay? Das wird wieder.